Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland. Und gerade jetzt bin ich beim Händler, um das Fass hier abzugeben, denn ich habe mir das etwas kleinere gekauft und hoffe, dass das dann automatisch funktioniert mit dem Gülletransport. Also, ja. Moment, ich muss ja erstmal jetzt nicht darüber. Verkaufen wollte ich. Jetzt wollte ich mich da reinsetzen, losfahren. Das gibt's doch nicht. So. Nee, den behalten wir. Aber der da. Den müssen wir erstmal verkaufen. Das ist jetzt noch eine Möglichkeit, dass wir das vielleicht hinkriegen mit dem automatischen Gülletransport. Ich bin mal gespannt. So, jetzt aber. Ja, da drüben. Also außerhalb des Gebäudes verläuft hier die Landesgrenze. Da hinten kommen wir nie hin. Das können wir nur beobachten durch die Scheiben hier durch. Dass da ein reger Verkehr herrscht. Ja. Gut gemacht irgendwie. So. Wir befinden uns hier im Niemandsland. So ist das. Hier geht ein bisschen weniger rein. Ich sollte vielleicht mal die Anzeigen anmachen, ne? Ja, genau. Nur, wir haben immer noch ordentlich Geld, wie ihr seht. Das funktioniert tadellos jetzt mit den Verkäufen und mit dem ganzen Drumherum. Also das ist richtig eine tolle Sache. Geldsorgen werde ich hier wohl keine mehr haben. Na gut, ich habe das Dorf noch nicht fertig aufgebaut. Da fehlt noch was. Aber das kriegen wir schon noch alles hin. Das wird gar nicht mehr lange dauern, dann ist das Dorf fertig. So, mein Guter. Du hast ja den Kurs noch drinne und das wirst du jetzt mal ganz alleine tätigen. Ich bin gespannt, ob das hinhaut. Wir fahren jetzt einfach mal mit. Da gucken wir uns noch ein bisschen die Umgebung an. Der An- und Verkauf hier. Ja. Spinnerei. Das ganze Dorf, wir werden uns das sowieso noch mal wieder anschauen, bei Gelegenheit. Ich werde ja da noch bauen, das ist ja noch nicht fertig. So. Die Sonnenblumen haben wir auch fertig geerntet. Jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass die in die Mühle kommen. In die Ölmühle natürlich. Ja. Gerste, die ist auch schon im ersten Wachstum. Hier waren die Sonnenblumen und hier, das ist das vergrößerte Rübenfeld. Ja, ja, es geht schon ganz schön rund hier. Im Frühjahr werden wir dann die Felder alle bestellen. Im Moment ist nichts mehr weiter zu bestellen, außer Weizen. Den kann ich noch machen. Und ich habe auch noch die Zeit dazu. Das ist gut. So, ich werde jetzt erst schon mal den Editor ausmachen hier. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt noch Gülle drin ist. Wir werden sehen. Aber das Gespann jetzt ist irgendwie gelenkiger. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Ach, der steht noch da jetzt, weil er nicht mehr ganz voll geworden ist. Okay. Und steht uns jetzt natürlich im Weg, ganz klar. Nicht rempeln. Nicht rempeln. Das ist nicht nötig. Halb voll. Okay, mein Guter. Komm ein Stückchen zurück und lass den vorbei. So, und dich schalte ich jetzt an und da kannst du zur Molkerei fahren. So, und wir laufen jetzt hier hinter. Ja, die Kühe brauchen Futter, wie ich sehe, und die brauchen auch Stroh, würde ich mal sagen. Hat auch abgenommen. Und haben wir hier noch Gülle? Jawohl.
Prima. Da bin ich ja jetzt gespannt. Ich werde gleich aufspringen. So, da können wir das viel besser beobachten. Ja, schleich dich an. Jetzt wirst du da bestimmt wieder. Ja, aber das ist mir egal. Dann musst du halt da drüber. Du schaffst das schon. Und lädt wieder nicht. Zumindest kommt er jetzt hier in die Ecke rein. Jetzt muss ich hier mal gucken. Also, er steht drinnen im Trigger. Wenn ich jetzt R drücke, lädt er. Also lag es auch nicht an dem anderen Fass, sondern es liegt wahrscheinlich hier insgesamt an dieser Situation. Jetzt fährt er alleine los. Na gut, dann ist das so. Da kann man es nicht ändern. Dann fährst du und gibst das ab. So. Wir müssen jetzt, nehme ich dich. Ah, du bist noch auf dem Hinweg. Alles klar. Dich wollte ich haben, genau. Komm mal mit, mein Guter. Ich habe für dich eine Aufgabe. Wieso ist denn mein Ruder plötzlich schwarz? Was ist denn hier passiert? Den habe ich definitiv ganz dunkelrot gemacht, so wie den Tiefenlockerer. Das sehe ich ja nun nicht ein. Das gefällt mir nicht. Nö. Das werde ich wieder ändern. Aber wieso kann sich sowas von selber ändern? Ich bin heute auch das erste Mal auf dieser Karte in einem anderen Haus angekommen, als ich ins Spiel reingegangen bin. Das war auch sehr, sehr merkwürdig. Hier passieren schon wieder Sachen, die gibt's gar nicht. So, du wirst jetzt erstmal was erledigen, mein Guter. Du wirst das Sonnenblumenfeld, das ist die Nummer 6. Das können wir auch verändern eigentlich. Ich weiß gar nicht, habe ich hier einen Weg lang gemacht? Kann sein. Müsste ich mal vor Ort gucken. Ja, ich glaube, na klar, hier habe ich einen Weg. Stimmt. Der geht ja hier quer durch. Da habe ich ja die Linie genommen. Da kommt er mit dem Milchfass zurück. Okay, also dann bleibt das so hier, sonst muss ich den Weg hier alles verändern. Nö, machen wir nicht. Machen wir nicht. Also die Nummer 6, mein Guter. So. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich dort schon mal Tiefen gelockert? Ich denke ja. Brauche ich doch keinen Kinderkurs. Wir schauen mal in die Nummer 6 rein. Tiefen lockern, da haben wir es doch. Kurs laden. So, ersten Wegpunkt kannst du anfangen. Dann schicke ich dich jetzt zu Feld Nummer 6. So. Und ab. Ah, da kommen wir ja gerade richtig. Ja, und der will noch mal Milch holen da vorne, aber es ist ja keine mehr da.
werde ich gleich mal eingreifen. Mein Guter, ist ja lieb von dir, dass du schon wieder hier bist und nochmal Milch holen willst, aber ist keine mehr da. Ist keine mehr da. Du kannst das Fass einparken. So. Jetzt zu dir. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich den Punkt nochmal ein Stück zurückhole. Ja, der hat den Punkt noch nicht erreicht. Er steht hier und der Punkt ist weiter vorne. Und hier ist die Anzeige auf den davorliegenden. Da würde ich mal sagen, ich werde den Punkt tatsächlich ein Stück zurücknehmen, bis auf die zweite Kachel. Ich gebe noch nicht auf, noch nicht. Jetzt muss ich hier erstmal... So, schalten wir dich mal an. So, also, da muss er hin, der Punkt. Ja, aber an dem Ort war er auch schon ein paar Mal. Es ist wie verhext. So, jetzt hat er den Punkt. Ich drücke einfach mal R. Jetzt ist wohl nichts mehr da, ne? Dann steige ich mal eben aus und gucke mal nach. Das kann sein, dass es jetzt leer ist. Ne, es ist noch was da. Ne, null. Nichts mehr. Okay, alles klar. Gut. Dann kannst du das Fass wegparken. Aber das muss jetzt erst noch den Parkplatz zugewiesen bekommen. Das haben wir ja neu abgeholt. So, parken. Güllefass. Jawohl. Okay. Dann bring das Fass weg. Da war er, da wollte ich hin. Ja, zu dir muss ich nachher auch noch. Genau. Okay, du kannst jetzt eigentlich auch parken fahren, mein Guter. Fahr mal parken. Jetzt warte ich auf den, der ist ja gleich da, der kann ja auch parken fahren. Dich schicke ich jetzt auch parken. So. Und du kannst auch parken. Ah, der erste ist schon weiter weg. Okay. Sieht klasse aus, der kleine Rote da vorne. Ach nee, ist der köstlich. So, ja, jetzt habe ich dich wieder. Sehr fein. Komm mal her. Wir müssen noch aussäen, und zwar Weizen.
Der erste hat eingepackt. Sehr fein. So, jetzt muss ich mir überlegen, welches Feld ich für Weizen verwende. Ich habe ja da mehrere Möglichkeiten. Wir fahren mal hier hoch. Ich denke mal, ich werde direkt das hier nehmen. Das ist auch schön groß. Ja, das werden wir nehmen. So, mein Guter. Das ist noch auf Gerste eingestellt. Das haben wir ja schon erledigt. Da war der Weizen. Da ist er. So, Weizen haben wir eingestellt. Das ist das Feld Nummer 2, glaube ich. Jawohl. Also. Du arbeitest auf dem Feld Nummer 2. Da wird Weizen ausgesät und du füllst deinen Düngertank oder auch deinen Saatguttank. Wo haben wir das? An der Einkaufsstation. So. So sollte das eigentlich funktionieren, denn Mineraldünger, wie man sieht, ist nicht mehr viel drinne. So, ersten Wegpunkt brauchen wir. Ich muss mal gucken, ob ich mit dir hier schon mal was ausgesät habe. Auf der Nummer 2. Mal gucken. Nee, na, doch. Haben wir. Aber da hat wahrscheinlich wieder noch was. Ja, hier ist noch was drin. So. Gut. Die Nummer 2. Sehen. Kurs laden. Jawohl. Aber ich hatte doch die 2 vergrößert. Kann ich knicken. Mit dem Kurs kann man nicht mehr arbeiten. Fällt mir gerade eben ein. Nö, 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 nö. Modus ändern, Eintrag löschen. So, kalken Düngen ist okay, das sieht man ja, das habe ich gemacht, das ist noch nicht lange her. Okay, dann müssen wir einen Shop erstellen. Feldposition, da gehe ich mal hier rüber. Es leuchtet nicht wirklich auf. Ich bin gespannt, ob es geht. Sonst muss ich wieder umstellen. Kursgenerator öffnen. 9 Meter haben wir. Jawohl, ein Vorgewende reicht. Bahnen fangen wir an. Weich ist auch in Ordnung. Längste Kante ebenso. Oh doch, es hat funktioniert. Sehr schön. Die 2 mit 9 Metern. Ach, jetzt habe ich falsch geklickt. Alles klar. Kurs speichern. Feld 02. So. Okay. Ersten Wegpunkt-Taste drinne. Und da du schon drauf stehst, klicke ich auch hier oben drauf. So. Da gibt es dann Weizen und das scheint zu funktionieren. Der Monat ist ja dran, also sonst würde er nicht losfahren. So, hier vorne, das war die ehemalige Wiese. Mal gucken, was ich da drauf packe. Weiß ich noch nicht genau, vielleicht Möhrchen. Kann die das überhaupt sehen? Ich habe nichts gesehen davon, dass die das kann. Die Einzelkorn wird das sein. Die habe ich ja auch noch da stehen. Das müssen wir mit der Einzelkorn-Sämaschine machen. Jawohl. Und Kartoffeln brauche ich auch noch. Für Schweinefutter. Wenn ich mich da richtig erinnere. Wir gucken mal schnell nach. Ich glaube, so war das.
Schweinefutter. Oh. Jetzt haben wir hier 51 Schokolade drin. Da müsste ja der Bäcker bald mal Schokolade bekommen jetzt, ne? Sonst müssen wir die dort abholen. Schweinefutterproduktion. Ich habe es ja noch nicht aktiviert. Es gibt drei Rezepte. Das erste hier ist mit Zuckerrüben, Raps, das ist Gerste, jawohl, und Mais. Das zweite ist mit Hirse und Kartoffeln. Und das dritte ist mit Sojabohnen und Kartoffeln. Also ich müsste Kartoffeln oder Sojabohnen anschaffen. Oder Mais. Die anderen Sachen habe ich ja hier schon. Aber die werde ich wahrscheinlich vervielfältigen müssen, sozusagen, wenn ich das verwenden sollte hier. Mit Mais. Ich würde sagen, ja. Ich werde das hier nehmen. Also muss Mais mit rein. Gerste brauche ich ein weiteres Feld. Kann man nachher gleich ansäen. Raps habe ich ein sehr großes Feld, aber ich denke mal, da werde ich auch noch eins dazu packen. Also zwei Raps, zwei Gerste. Mais brauche ich nur eins und Rüben auch noch ein weiteres. Würde ich mal sagen, okay, da haben wir noch zu tun. Wie sieht denn das aus auf der Karte? Dann bräuchte ich ja noch mal drei Felder jetzt. Und der meiste sind vier. Wie viel sind denn leer? Auch eine ganze Menge. Hier kommt jetzt der Weizen drauf. Hier ist der Raps ist hier drauf. Das ist die Gerste. Ich könnte ja hier noch. Wir können auch noch ein weiteres Feld generieren. Hier ist nämlich noch schön Platz. Da werde ich vielleicht das zweite Rübenfeld hinpacken. Oder, das ist ja auch recht groß hier. Da, wenn ich da Rüben drauf packe und hier Rüben drauf packe, das sollte reichen. Die beiden Felder als Rübenfelder. Hier den Mais oder hier. Wahrscheinlich eher hier. Dann brauche ich noch Kartoffeln. Sonnenblumen. Also ich brauche noch ein Feld, mindestens. Ach Gottchen. Na gut. So ist das. Wie sieht denn das aus? Was? Ich habe ja noch genug Platz. Hier kann ich noch was machen. Hier oben kann ich noch was machen. Ja, und hier unten auch noch. Hier. Okay, das soll funktionieren. Da muss ich noch Felder generieren, ganz klarer Fall. Aber wir haben jetzt, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Wir sind im Oktober. Ich werde noch ein Gerstefeld machen. Raps ist um. Hätte ich vergangenen Monat noch eins machen müssen. Wann sind denn die Sojabohnen dran? Ah, im April. Also die anderen Sachen sind alle im Frühjahr dran. Da werde ich vielleicht doch nicht mit Raps gehen, sondern eher mit Sojabohnen oder mit Hirse. Die ist ja auch hier vorne irgendwo. Was ist das hier? Baumwolle. Naja, nee. Nö. Da ist das wurscht. Also Raps brauche ich dann, also das eine Feld, das kann ich nicht aufteilen auf Schweinefutter und die anderen Sachen. Das wird nix. Okay. Mais ist gebongt. Dann nehme ich Soja dazu. Kartoffeln sowieso.
Ja, und Hirse vielleicht. Mal gucken. Kann ich mir ja noch überlegen. Es ist noch Zeit. Nur mal die Gerste, die können wir schon machen. Jetzt will ich mal gucken. Ja, muss gewalzt werden. Jojo. Oh, da fällt mir was ein. Ich glaube, die Gerste habe ich nicht gewalzt. Die Gerste ist nicht gewalzt und die hat schon die erste Wachstumsstufe. Da bin ich total davon abgekommen durch die Rübenernte. Ich werde verrückt. Ist das normal? Boah, Marietzel, was hast du denn da? Na gut, so viel Einbuße wird schon nicht sein. Nehmen wir das einfach mal in Kauf und fertig. Klar, aber gucken tue ich jetzt trotzdem. Oh, das Feld könnte auch noch ein bisschen größer werden. Ja, muss gewalzt werden. Nee, jetzt nicht. Nach der nächsten Ernte dann, wenn wieder ausgesät ist. Und guck an, mit dem Düngen, das haut hier nicht so richtig hin auf dieser Karte hier. Also die Sämaschine, die hat ja die Düngerfunktion. Aber das ist, ja, das Kalken klappt, aber das Düngen nicht. Da fehlt was. Das ist ja jetzt nicht das erste Feld, wo ich das feststelle. Es ist zwar nicht viel, aber es ist eine Differenz. Es fehlt was. Naja, okay. Könnte man ja nachdüngen. Könnte man. Ja. Schauen. Vielleicht mache ich das sogar. So. Da hat jemand die Arbeit beendet. Ich kann das jetzt aber nicht anklicken. Aber jetzt kann ich. Aha. Naja, aber weißt du, sauber ist was anderes, ne? Muss ich dir ja mal sagen. So. Kurs raus. Klappt das nochmal auf? Hier waren immerhin Sonnenblumen drauf, mein Guter. Das muss weg. Wenn wir das weggenommen haben, nehmen wir das auch. Da muss ich doch wieder eine Kontrollfahrt machen. Ich denke mal, da vorne in dem engen Bereich wird das auch so sein. Ach, und an der Seite hier stehen auch überall noch Sonnenblumen. Guck mal an. Die nehmen wir noch weg. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich hier wieder Sonnenblumen drauf mache. So. Ach, na, guck mal an. Dieses schmale Teil hier hat er sauber. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Und da hinten, wo es eigentlich kein Problem gehen dürfte. Naja, okay. So, da könnten wir uns eigentlich gleich mal darum kümmern, dass wir noch ein Feld kreieren. Wo machen wir das denn jetzt zuerst? Wir machen jetzt gar keins, sehe ich gerade. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Das ist ja unfassbar. Echt mal. Schon wieder. Die Zeit ist tatsächlich schon wieder um. Okay, mein Guter. Geh mal parken. Ich spring mal durch. So. Meine lieben Zuschauer, die Zeit ist leider schon wieder um. Es ist unfassbar, aber es geht immer, immer schneller, habe ich das Gefühl. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video und sage jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, passt bitte gut auf euch auf, bleibt schön gesund.
Tschüssi, eure Maritzel. Und da ist er hier vorbeigepfiffen. So, so.